Heute gibt es nicht allzu viel an der Newsfront, aber ein paar wichtige Dinge sind trotzdem heute in die Märkte eingespeist worden, nämlich die Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe, und die sind ein bisschen höher reingekommen als erwartet. Und letztendlich gilt der Arbeitsmarkt natürlich als sehr, sehr sensibler Motor für die Wirtschaft, weil zum einen mehr Arbeitskräfte natürlich auch mehr Erträge erwirtschaften, aber entsprechend auch dieser Quantitätstheorie, die wir in den vergangenen Videos besprochen haben, erhöht das die Umlaufgeschwindigkeit von Geld, beziehungsweise je mehr Menschen Geld verdienen oder je mehr Menschen mehr Geld verdienen, desto mehr Geld wird auch in der Regel ausgegeben, und das ist eine nachfragebedingte Inflation, die dadurch entsprechend gestärkt werden kann. Daher ist das Ganze hier nicht ganz so einfach zu bewerten, aber wir sehen, die Märkte sind aktuell ziemlich stabil, beziehungsweise konnten sich heute erstmal wieder erholen an dieser Stelle, und da müssen wir aufpassen. Wir hatten ja bereits schon darüber gesprochen, die Inflation ist das, was die Märkte gerade immer noch so ein bisschen beschäftigt, auch wenn wir von den Kursmärkten bisher davon nicht viel zu sehen bekommen haben, weil die Euphorie ungebrochen ist, aber die Perspektive geht dahin, die Zinsen sollen gesenkt werden. Und gestern Abend hat der FED-Vorsitzende Powell sich dazu geäußert und nochmal betont, wir wollen keine zu frühen Entscheidungen treffen, was Zinssenkungen anbelangt, bevor das Gleiche passiert, wie wir in einem Video gesehen haben, 1969 bis 1983, die Inflation ging hoch auf ca. 8%, ging sehr, sehr schön runter Richtung 2% und plötzlich wieder über 14% angestiegen in den Folgemonaten und Jahren. Und das ist natürlich hier eine reelle Gefahr, der wir ebenfalls entgegenblicken müssen. Aber das erstmal dazu, die Märkte reagieren relativ ausgeglichen, was entsprechend spannend ist für die Krypto-Hodler unter uns, dass dass Coinbase jetzt auch eine relativ strenge Regulierungsaufnahme bestanden hat in Kanada. Und Kanada war ja im Vorfeld auch schon immer so ein bisschen schwierig, was die Kryptolandschaft anbelangte. Aber jetzt sehen wir hier, dass in Kanada die Coinbase-Regulation quasi unter einem Restricted Dealer License gilt. Und das ist natürlich schon mal ein größerer Erfolg für Coinbase bzw. für eine Exchange an sich. Ein etwas absurdes Kursziel hat auch schon wieder Welle gemacht. Das liest man hier gerade überall auf Google und Co. Hier sagt ein Hedgefondsmanager in einem Video, dass die Tesla-Aktie 14 Dollar wert ist, was natürlich ein utopisch geringes Kursziel ist für Tesla, die gerade noch über 100 Dollar liegt. Aber wir haben darüber gesprochen im vergangenen Video. Tesla ist in einem Abwärtstrend. Auch die großen Subventionen bzw. die großen Ergebnisse für E-Mobilität, vor allem in Europa, vor allem in Deutschland, sind jetzt nicht gerade sehr, sehr freudeversprechend. Von daher in meinen Augen Finger weg von Tesla. Und das war es erstmal auch soweit von heute. Es gibt nicht allzu viel zu berichten. Wir haben relativ stabile Märkte, die vor allem überwiegend auf den Freitag schielen. Da kriegen wir die NFP, also die Non-Farm Payrolls. Sehr, sehr spannend, was der Markt dann bezüglich Joberöffnungen außerhalb der Landwirtschaft liefert. Bis dahin werden wir wahrscheinlich ein relativ ausgeglichenes Feld haben und werden weiterhin die 10-jährigen Zinsanleihen begutachten, die, je mehr die Zinsen steigen, natürlich die Märkte ein bisschen mehr unter Druck setzen. Aber aktuell sieht das heute zumindest erstmal nach einer kleinen Konsolidierung aus, beziehungsweise ein kleines Abwärtspotenzial ist drin. Trotzdem sollte das Ding weiter nach oben ziehen und ein neues Hoch bilden, wäre das sicherlich erstmal negativ für die Märkte zu betrachten, weil die Märkte dann antizipieren, die Zinsen, die sind oben und die bleiben erstmal ein bisschen länger oben. Und das war es dann erstmal von meiner Seite aus. Ich wünsche wie immer einen erfolgreichen Handelstag. Dein Dominik von der Watchy Story. Ciao, ciao.